Ich habe wieder getrunken. Ja, schon wieder getrunken. Hallo. Ich liebe mein Timing. Hallo. Keine Einleitung, los geht's. Okay. Wieder mal ein vollkommener Kaltstart. Wie lange habe ich jetzt nicht mehr gespielt? 1,5 Monate, glaube ich. Ja, ne? Für mich ist es auch wieder so ein bisschen. Und Mache das war auf. es wieder ziemlich klar. Es tut mir leid, ich habe gerade was getrunken. Ich meinte eigentlich meine, aber danke. Achso, ja. Siehst du? Das war so unklar von dir, dass ich es falsch verstanden habe. Yeah, Green Ridge. Ja. Ja. Was für eine geile Map. Jo. Übrigens, So. pur Deutsch, wie immer. Pudeutsch. Ich sehe gerade meine. Gibt es noch Updates für die F4 Top? Und hallo, TeamSpeak Text. Es scheint was Neues für die F4 Trop zu geben. Die hatte ich schon längst eigentlich auch voll, ja. Ne, ich nämlich eigentlich auch. Mal gucken. So, erstmal Taktik wie immer. Taktik? Jo, ne, hoch und dann runter stürzen. Und das Bounce vor mir. Ja, es ist eigentlich immer so. In deiner Wu Stuff. Nebenbei, die Map hat einen Rehaul gekriegt, oder? So viel Schnee hat bei ihr doch sonst nie am liegen, oder? Weiß ich nicht, kann sein. Ich habe Ich Greenwich meine, nicht so hallo? intensiv mir Green angesehen. Ridge. Was ich Jo. normalerweise nicht weiß. Oder habe ich das so falsch im Kopf? Es sieht mir eher nach Stein aus als nach Schnee, aber gut. Kann auch sein. By the way, wir führen einen Angriff an. Falls du es nicht gemerkt hast. Das tun wir aber immer. So war das für Joa. ich, diesen Angriff ja quasi an alleine. Ich gehe auf die A7, mal gucken, ob ich da irgendwas reißen kann. Ist gut. Ich komme hinterher. Natürlich. Und sehe wahrscheinlich mit einem Schuss alle drei Flügel ab. Oder auch nicht, weil sie unter mich durchfliegt. Ja, unter mich, nicht unter mir, unter mich. Komm schon, komm schon, komm schon. Danke. Ich muss wieder erst ins Spiel reinkommen. Ja, ebenso. Ich bin total desorientiert. Da war doch gerade ein. Okay, 4 Kilometer über mir. Wie auf die Dodi, dass ich hier, die hier. Ridge fliegt hier außen, ne? Oder ich versuche es wenigstens. Ich sehe noch keine da, jetzt sehe ich sie do. Tot! Die Merk. Parasit. Das war verdammt leicht. Was Jo. ist da noch? Ist da noch wer? Da ist noch irgendwo wer. Über mir, okay. Über dir, ja, weit über dir. Na halt die Artillerie. Natürlich. Ich fliege jetzt ein bisschen mehr Richtung Mitte und wieder hoch. Ist gut. Boah, meine Treffgenauigkeit ist wundervoll. Schön. Und Feind auf Flugplatz, toll. Ja, das ist eine AR-2, die ist jetzt nicht so das größte Problem. Außen ist ein Meh dahinter. Ohne Focke, das geht. Ja, gut. Jagd 9 P38G, nee, da greife ich ein. Nur zur Sicherheit. Hooray, ich bin vollkommen abgeschlagen, weil schlechte Taktik und so. Traumhaft. Ihr müsst was? Abgeschlagen bin ich. Inwiefern? Insofern, dass ich fast 3 Kilometer hinweg bin. Achso, das, ja. Jetzt nicht mehr. Ja, ich fahre gerade sicher zu dir, weil ich so ein. Eine Focke hab, die sich ein bisschen hinter mir angeschlossen hat. Hi. Hi. Ich drehe gerade wieder um und höre einfach nur noch einen Motor an mir vorbeirauschen. Ich zuck erstmal zusammen, weil ich dich nicht so schnell vor mir erwartet habe. Achtung, nicht, dass dich später gleich noch einer verfolgt. Treffer. Oh, ja, ich werde beschossen. Die Schüsse gerade noch, glaube ich, eher mir als dir. Aber es ist eine Corsair, die habe ich jetzt vor mir. Alles ist egal. Corsair habe ich gleich. Feindliche
Oder eben auch nicht, weil meine Schüsse einfach komplett an der vorbeigehen. Ich verfolge die jetzt ohne Muni, das ist mir so egal. Friss meine MG-Munition. Puh. Was? Stirbt einfach, bevor ich einen Schuss reinhauen kann. Unverschämt. Du hast hier noch einige andere, die du was reinhauen darfst, bitte. Ja. Da will ich dir nichts absprechen, um Gottes Willen. Da oben kommen gleich noch mehr. Jo, ich sehe es. Na, und ich krieg vielleicht Stromabriss. Herrlich. Ist noch eine E-Shark, das ist noch ein bisschen. Nee, ich glaube, die kriege ich so nicht. Vor allem nicht, wenn hier noch ein paar 12.000 andere sind, die auch noch lang fliegen. Eine Focke, ich glaube, die ist ein bisschen hinter dir. Nein, die vor ist mir. Jetzt, ja, die hat dich komplett ignoriert. Treffer. Jetzt noch eine Focke am lang fliegen, okay. Der ziehe ich mal hinterher. Ist so schnell für mich. Meine Schusspräzision ist wieder so ein bisschen. Na, null. Dr. Stuka in der Friedrich. Die Fock muss auch mal raus. Sonst staubt mir auch noch ein. Habe ich. Alter, ach nö. Immer noch eine neue Spur. Ah, Juliet. Hätte ja hoffen können. Diesen Namen. Ja, ist wahrscheinlich ein Russe. Gut möglich, ja. Wenn man bedenkt, dass eine russische Focke fliegt. Ja. Hallo in die Schlachtspiel, danke. Boah. Vernichtet die feindlichen Truppen! Mach du mal Kill hier. Kann nicht wahr sein. Aber erst wenn ich in der Nähe bin. Ach, ich mal Kill? Oh, ich hab noch. Habe ich ja noch keinen Kill. Ja, eben. Oh. Die Punkte, die du hast, kommen eigentlich alle von mir. Ja, und von den paar Schüssen, die ich reingehauen habe, ne? Ja, aber die sind natürlich ein bisschen nebensächlich. Übrigens schlau, zieh in die Wolke. Jo, ich zieh die Wolke drüber. Das ist viel schlauer. Mit ein bisschen Glück kann ich ein oder zwei dir vom Arsch holen, rechtzeitig, aber. Ne, passt schon. Ja, ich komme jetzt eh nicht, ich kann eh nicht mehr rausgehen, ich bin jetzt hier in der Wolke gefangen. Warte. Ich hab für die. Die Trop hat die Leuchtschwurm-Munition bei mir ausgerüstet. Tja. So war's aber ja. Auch. Mhm. Das heißt, ja, wir haben ja schon geklärt, dass die irgendwie, Ja, lässt du mich, danke. Hey, Vorletzter. Ich werde zum Glück nur dezent belagert. Oh, ich sehe meinen Heckschützen. Das ist gut, weil. Ist mir bisher nicht aufgefallen, dass ich ihn so leicht sehen kann.
wert. Das war ein Kill-Austausch quasi. Die F4 hat jetzt mittlerweile auch nicht mehr alles ausgerüstet. Das heißt, die F4 und die F4 Trop haben neue Ausrüstungsgegenstände. Ja, dann rüste ich die F4 doch mal aus und fliege mit der noch ein bisschen. Finde ich doch irgendwie schön, dass ich wieder was Neues freischalten kann mit den Fliegern, die ich eigentlich eher am häufigsten spiele. Tja. Ich würde das nur sehr gerne auch gewinnen. Ich finde das schön wieder, dass er erstmal Luft holen muss, um das zu sagen. Feindliche Truppen! Vernichtet! Okay, damit wäre die H schon mal tot. Die He meine ich natürlich. Da oben fliegt noch eine Dings rum. Eine PE2, die wird aber auch verfolgt. Ja komm, Kerle, schieß. Die P63 hat die großen Munition, die ist so ein bisschen... So, ist vom Arsch. Danke. Supporting Fire. Und Teamwork. Schön. Vorsicht, ich bin hier quasi direkt neben dir, nicht? Sag nur. Ja, ist gut. Das war's wert. Oh, erwischt. Als wir jagten, als hier noch meinen Piloten getroffen hat, bevor ich aussteigen konnte zu Ende. Alter. Ja, wir verlieren das übrigens gerade, ne? Merke ich, merke ich. Theoretisch muss ich mit meiner He-111 jetzt hier rein, aber ich habe einfach keinen. Mit den ganzen Jagd-9s, die hier rumfliegen. Ah. Der Gegner hat noch einen Bomber im Spiel, eine PE2, die immer noch lebt, was? Wo die ist. Und wir haben noch eine Mitchell. Das ist eigentlich was besser bestellt. Der Gegner hat immer weniger Flieger. Eigentlich haben wir das locker gewonnen. Ja, mit Mitchell und mich, ne? Ja, du bist aber kein Bomber. Du hast keine Bomben dran, oder? Doch. Ah, okay. Lass mal schauen. Das sind, glaube ich, 3250er. Kann das angehen? Ja, das ist immer ein etwas. Müssen wir taktisch gut platzieren. Überall, wohin passt. Überall, wohin passt. Wir gehen halt alle auf die P2, die ist das Wichtigste. Das ist unser total beschlagener Panzer, den mache ich nicht. Der Gegner hat nur noch 5 Bodenziele. Wenn du die einfach abballerst, ist das alles in Ordnung. Ja, aber zum Panzer hin und zurück, das dauert zu lange. Hier kommt gerade unten, ne? Ah ja. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Greift die feindlichen Truppen an! Warum ist Betrag eigentlich auf 14.000? Die habe ich auf 9.000 gecapped eigentlich. Komisch, so, komisch. Damit wäre der Bomber down. Gut. Gegner haben keinen Bomber mehr. Und kaum noch Flieger. Ach, du bist ja in der U87. Ich habe gerade eben noch irgendwie im Kopf gehabt, dass du noch in der Armee wärst. Nee, nee, nee. So, was sind das da für Bodenziele? Bonker. Wir haben noch 7 Gegner. Und haben eigentlich noch... Oh, wir haben auch einige Freunde verloren in der kurzen Zeit noch. Waren alle auch alle in den letzten Fliegern. Egal. Die Bunker kriegst du eigentlich super kaputt mit der U. Wenn ich treffe. Das ist jetzt die Frage. Notfalls, also im Sturzflug bist du immer was besser im Treffen und ansonsten einfach ein bisschen tiefer. Ein bisschen, ja. Ah, das war nur die Flak. Toll. Du musst einfach, ich weiß nicht, was du für eine Traglast hast, aber einfach alles immer raufschmeißen auf einen Bunker. Alles gleichzeitig, okay.
Alles andere ist gerade egal. Wenn wir einen weniger haben als der Gegner, haben wir eigentlich schon gewonnen. Momentan haben wir gleich viele. Ich kann dich da gerade nicht retten. Kannst versuchen. Na. Ist schon zu spät. Piff. Vielleicht habe ich ja gleich sogar noch genug Zeit, um hier wirklich mit meiner Hehe einzusteigen. Joa. Ja, meine so eine Stresskerle. Faszinierend. Was ist denn so faszinierend? Dass du eine Serie mal 9 hast und dass ich trotz meiner immensen Leistung nicht letzter bin. Qualmte irgendwer? Klar verfolgen die mich, aber zu erwarten. Ja, hä? Was? Du bist doch zweit im Team, natürlich verfolgen die dich. Also schaust mich schon zu, ne? Auch nicht, nein. Wenn ich zu den Bunkern schaffe, ist Sense. Haha. Oh, warte. Toll. Da ist noch ein schwerer Panzer. Gut, Wellington, geh auf den schweren Panzer. Das ist richtig so. Und damit habe ich meinen letzten Flieger verloren. Ich bin so gut in diesem Spiel. Ach, interessant, wie er falsch um gerade von der Explosion runtergerissen wurde. Ja, ne? So, wo bist du? Da bist du. Hi. Hi. Ich hoffe eigentlich gerade nur, dass das Spitfire da vorne mir so ein bisschen den Arsch frei hält. Gegner hat nur noch drei. Haben noch 4 Flieger. Huch. Wir haben noch 5 oder 6. Nice, der Wellington hat den schweren Panzer gekillt. Damit haben wir den Vorteil. Was? Nee, alles gut. So, ich hab 4 Bomben, ich hab 8 Bomben. Das heißt, ich kann 4 auf beide platzieren jeweils. Das heißt, meine Chance liegt relativ hoch. Oh. Oh. Wow. Ach, das waren die Jagd 9. Egal, ich habe meine Bomben geworfen. Alles andere ist egal. Und das reicht. Ja, eine La-7B will ich jetzt nochmal ausweiten, anscheinend. Ich bin schon tot. Oh, ich sehe es. Nächster Flieger. Meine Bomben haben noch getroffen. Schön. Nur noch ein leichter Bunker. Komm, der Gegner hat noch 3 Flieger. Wir haben noch... Okay, wer hat doch mehr als 3? Alter!
Der eine hatte noch eine 111, der hat gerade eine 111 rausgekramt. Och nee. Ist nicht dein Ernst, dass der uns jetzt mit einer... Nee, oder? Komm schon, das kann nicht wahr sein. Boah. Das nenne ich mal Rakete. Was, wo? Ach so, hast du wieder weiter geswitcht. Hm. Nö, ein Freund von uns wurde gerade von einer Rakete getroffen. Problem ist die 111 da oben, die muss unbedingt weg. Ich kann schon spüren, wie nah wir sind zu gewinnen. Na, nicht mal lange. Wie lange haben wir noch? Statistik. Wir haben noch 300 gegen 100. Ich weiß, aber die E111, die da oben lang fliegt, die da gerade wieder von dem Kerl reinberufen wurde. Ja, ich weiß. Ah. Ha, schön. Doppelbonus für nix. Naja, immerhin. Sind mein Doppelbonus gut? Ja. Ja. Wow, ich bin Drittletzter. Welche erstaunliche Wendung. Huch, hallihallo. Mhm. Auch 30.000? 4.000 Fahrzeugforschung? ME410 erforscht? 1AU4? Tja, kann man nicht drüber klagen. Hm. Ja, da so, wer mich unterstützen will, da ist ein Link, User-Invite und so weiter. Bah.